Moin Leute, ich bin heute in Hamburg unterwegs und das sind nicht irgendwelche Schwäne, das sind die berühmten Alsterschwäne. Warum genau die so wichtig für die Hamburger sind, das erfahrt ihr nach den ersten Infos. Ein Schwan ist ein Entenvogel. Zur Familie der Entenvögel gehören logischerweise auch die Enten. In Deutschland leben 4 verschiedene Schwanenarten: Höckerschwäne, Singschwäne, Zwergschwäne und Rauerschwäne. Der häufigste und bekannteste ist der Höckerschwan. Höckerschwäne leben auf natürlichen Seen oder Stauseen, auf langsam fließenden Flüssen und sogar in Küstennähe auf dem Meer. In Deutschland kamen Höckerschwäne ursprünglich nur im Norden vor. Die Vögel haben aber schnell entdeckt, dass es sich in der Nähe des Menschen sehr gut leben lässt. Sie sind sogenannte Kulturfolger. Die meisten Höckerschwäne im westlichen Europa sind eingeführt, denn die majestätischen, schönen Vögel waren bei Schlossherren sehr beliebt und wurden deshalb in ihre Parks geholt. Ich bin heute im Hauptquartier der Alsterschwäne am Eppendorfer Mühlenteich. Hier wohnen die rund 120 Schwäne im Winter. Ist einer der Alsterschwäne mal krank oder verletzt, kümmert sich Olaf Nies um ihn. Er ist Hamburgs Schwanenvater. Sein Beruf ist einzigartig und es gibt ihn nur hier in Hamburg. Olaf und seine Mitarbeiter kommen gerade mit einem neuen Patienten an. Der wird hier übergangsweise ein neues Zuhause finden. Hallo! Moin! Du musst der Schwanvater sein. Ja, das ist richtig. Darf ich reinkommen zu dir? Gerne. Was ist denn hier los? Hier sind ja total viele Schwäne, die gar nicht auf der Alster sind. Warum? Na, das sind Patiententiere, die wir jetzt zwischenzeitlich eingefangen hatten, die bei unseren Tierärzten gewesen sind, weil sie Angelhaken gehabt haben, Erkrankungen, Verletzungen oder Abstürze. Wir schauen jetzt erstmal, ob die Tiere in der Lage sind, in der freien Wildbahn sich wieder vernünftig zu bewegen, ob sie richtig schwimmen können und ähnliches. Mhm. Und wenn sie uns das hier in dieser Anlage gezeigt haben, dann gehen sie unten auf den großen Teich und da können sie dann eigenständig wieder rausfliegen, wenn ihnen danach ist. Warum sind denn die Schwäne so wichtig für euch Hamburger? Also früher ist es so gewesen, dass Schwäne nur von Königs- oder Fürstenhäusern gehalten werden durften und allen anderen war dieses bei schwerster Strafe verboten. Und nachdem Hamburg eine freie und Hansestadt wurde, haben wir über das Schwanenwesen, über die Schwäne nach außen hin dokumentiert, dass wir quasi gleichwertig zu Königen und Fürsten sind als freie hanseatische Bürger. Die Hamburger sind stolz auf ihre Schwäne und das Einfangen der rund 120 Vögel im November ist immer ein Riesenspektakel. Olaf und seine Helfer versammeln dann die Tiere in der Schleuse vom Hamburger Rathaus. Um die 20 Kilo schweren Tiere ins Boot zu hieven, muss man ordentlich zupacken können. Den Schwänen tut das aber nicht weh. Mit den Booten werden die Alsterschwäne dann ins Winterquartier zum Eppendorfer Mühlenteich gebracht. Hier bekommen sie den Winter über genug zu fressen. Im April geht's zurück auf die Alster. Erst dann beginnt für die Hamburger der Frühling. Aber wie sieht ein Höckerschwan eigentlich aus der Nähe aus? Das ist ja schon ungewöhnlich, dass man so nah an den Schwan ran kann, oder? Warum können wir denn jetzt so nah ran? Ja, normalerweise soll man das natürlich auch nicht machen. Mit ihm ist es so, dass er allgemein sehr geschwächt ist. Und wir ihn jetzt hier bei uns an der Dienststelle haben, um ihn jetzt wieder aufzupäppeln. Und deswegen ist er im Moment den Kontakt mit uns hier gewöhnt. Mhm. Wie ist es denn, wenn ich jetzt im Park oder so irgendwo Schwänen begegne? Wie nah darf ich da rangehen? Oder sollte ich sie am besten einfach in Ruhe lassen? Also in Ruhe lassen ist eigentlich immer so der beste Weg an der ganzen Sache. Von den Tieren deutlich Abstand halten, so wie wir ja auch unseren Freiraum haben wollen. Und nicht wollen, dass man uns unmittelbar auf die Pelle rückt. Und gerade wenn sie Jungtiere haben, dann ist der Bereich, wo sie mehr Abstand haben wollen und den sie verteidigen, auch ein Stück größer. Mhm. Deswegen einfach Abstand halten, dann ist alles in Ordnung. Aber von sich aus selber ist ein Schwan nicht aggressiv, also kommt nicht und greift einen an. Wie gefährlich kann es dann tatsächlich mal werden, wenn dich ein Schwan angreift? Naja, Schwäne sind schon sehr, sehr kräftig. Die schlagen mit den Flügeln. Meistens ist ja so der Gedanke, dass das Beißen das Gefährliche ist. Das ist es nicht, sondern die schlagen mit den Flügeln. Und das sind wirkliche Boxkombinationen, die sie da austeilen. Also ich durfte es selber schon erleben mit angebrochenem Nasenbein, wackelnden Zähnen oder Platzwunde oben auf dem Kopf. Boah, ich hätte nicht gedacht, dass sie so kräftig sind. Doch, also gerade mit dem Schlagen, da sind sie sehr, sehr kräftig. Also Leute, Abstand halten und den Tieren ihren Freiraum lassen. Wie groß und wie schwer werden denn Höckerschwäne so? Na, wir haben so ungefähr eine Spannweite von 2,40 Meter. Man sieht hier ja schon, dass es sehr, sehr gewaltige Flügel sind, ja, mit denen er da unterwegs ist.
und haben so ein Gewicht von ungefähr 15 und bei schweren, großen Tieren bis jenseits der 20 Kilo. Boah, das sind aber ordentliche Brocken dann. Typische Merkmale für einen Höckerschwan sind natürlich sein schwarzer Höcker auf dem orangenen Schnabel, sein schneeweißes Gefieder und die schwarzen Füße. Die müssen sein, denn diese Farbe nimmt am besten Wärme auf. Das kennen wir ja auch von schwarzen Klamotten in der Sonne. Aber nur dunkle Füße reichen nicht, um die Schwäne vor dem Erfrieren zu schützen. Der Trick ist ein Wärmetauscher in den Beinen. Das kalte Blut fließt von den Füßen über die Venen zurück zum Herzen. Diese Venen verlaufen eng verflochten mit den Arterien, die warmes Blut enthalten. Das kalte Blut in den Venen kühlt das warme in den Arterien ab. Dadurch sind die Füße zwar kalt, aber sie erfrieren nicht. Ein schlauer Trick der Natur. Bis der geschwächte Schwan wieder freigelassen wird, kann er sich die nächsten Tage in der Einsatzstelle richtig gut erholen. Zwei Schwänen auf dem Vorteich geht es schon viel besser. Olafs Mitarbeiter bereiten ihre Rückkehr auf die Alster vor. Ja, wir werden jetzt beigehen und werden aus dem Vorbecken, wo wir die behandelten Tiere drin haben, zwei Tiere rausnehmen, die jetzt soweit wieder fit sind, dass wir sie wieder auf die Gewässer entlassen können. Ui! Um die zwei Schwäne von den anderen trennen zu können, müssen wir zuerst alle aus dem Teich holen. So, sehr schön. Du gehst einfach mit. Jo. Jo. So, quietschi, 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 quietschi. Und sind es die zwei? Das sind die zwei, genau. Perfekt. Jetzt nehmen wir noch kurz die kleinen Gänse wieder raus. Also ich nehme schon mal einen. So, und hier, da. Okay, zack, zack. Und das ist Nummer zwei, der vorne raus kann. Und dann gehen wir schon mal. Uiuiui. So, und jetzt kannst du ganz vorsichtig und behutsam den anderen nach vorne treiben hier, der da ist. Gut. Sehr schön. Watschel, watschel. Gar nicht von seinen Freunden hier weg. So, das sieht doch gut aus. Klasse. Alles klar. Ja, gleich habt ihr es geschafft. Alles klar, dann setzen wir die einmal ab. Klar. Und dann können wir sie sausen lassen. Okay. Und zack, und du gehst in die Richtung. Du gehst in die Richtung. Flop. Ja, schön. Und alles Gute. Ist doch auch ein tolles Gefühl zu sehen, dass die jetzt hier wieder einen Schritt näher an der freien Natur sind. Genau, das ist der Punkt an der ganzen Sache und das ist das Ziel dieser Dienststelle. Wir wollen die Tiere so kurz wie möglich hier behalten und irgendwann ist es dann so, dass wir sagen, okay, das lang, war nett hier, aber jetzt fliegen wir wieder dahin, wo wir hergekommen sind und dann ist gut. Schön. Und so soll das funktionieren. Diese drei Schwanenküken müssen sich allerdings noch ein bisschen gedulden, bis sie zum ersten Mal auf die Alster dürfen. Das sind ja winzig. Oh, wie süß. Hallo. Wir müssen uns langsam bewegen und dann können wir so vorsichtig hinten über den Rücken rübergreifen. Der kleine Weiße ist der aktivste und er ist hier so ein ganz ruhiger Vertreter. So, einfach mit dazusetzen. Klopp, dann ist schon gut. Dann sind die alle zusammen. Ja, ja, ja. Okay, ganz langsam. Wie alt sind die denn? Also die sind jetzt ungefähr so 2,5 Wochen alt. Und da ist die Mutter verstorben. Mhm. Und dann sind wir beigegangen und haben die jetzt zu uns mit dazugenommen. Und ja, jetzt werden die aufgezogen. Auch wenn die drei kleinen Schwänchen schon selbstständig fressen, muss Olaf sie jeden Tag zusätzlich versorgen. Und für die Waisenkinder eben der Schwanenvater sein. Was ist das denn jetzt genau, was die da kriegen? Na, das ist nochmal ein spezielles Vitaminpräparat, was die jetzt dazu kriegen, plus ein bisschen gelösten Kalk etc., was da nochmal reinkommt, damit die einfach so ein bisschen nochmal einen Energieschub dazu bekommen. Was essen die denn in freier Wildbahn? In freier Wildbahn haben sie natürlich den kompletten Bereich der Pflanzen, also alles, was unter Wasser ist, was sie dort schon aufnehmen können, Gräser. Und was sie auch gerne nochmal nehmen, sind kleine Insekten eben so als eiweißhaltiges nochmal mit dazu. Wenn sie jetzt auch keine Eltern mehr haben, nehmen die sich dann einen anderen Schwan als Vorbild?
Also sie werden schon jetzt erstmal das in der Gruppe hier so machen, dass sie sich gegenseitig ja, als Vorbilder nehmen. Und dann machen wir das so, dass wir immer ältere Tiere, von denen wir wissen, dass sie mit solchen Jungtieren gut umgehen können, mit dazusetzen. Mhm. Und dann haben wir halt die Möglichkeit, dass die quasi als Ammen in Anführungszeichen fungieren und denen dann zeigen, wie das Leben da draußen so funktioniert. Wie lange werden die dann jetzt bei euch bleiben? Bei uns werden sie jetzt so lange bleiben, bis sie auswilderungsfähig sind. Das heißt also, dass sie komplett durchgefiedert sind, dass sie auch gelernt haben, wie man draußen leben kann. Mhm. Die werden dann hier im Winterquartier mit drin sein, werden die anderen in Anführungszeichen kennenlernen und werden auch da die natürlichen Verhaltensweisen und alles kennenlernen. Sobald die drei Küken stark genug sind, dürfen sie auch auf den Mühlenteich. Hier können sie sich von den älteren Schwänen abgucken, wie man sich eigenständig Futter wie Wasserpflanzen, Algen, Muscheln und Würmer organisiert. Und für uns geht es jetzt auf die Alster. Tägliche Kontrollfahrten stehen bei Olaf auf der Tagesordnung. Was ist denn jetzt der Plan? Wo fahren wir denn jetzt hin? Wir werden jetzt erstmal runter Richtung Außenalster fahren und in einzelnen Bereichen einmal eine Kontrolle der Gewässer durchführen, ob da irgendwelche Verschmutzungen, Angelhakengeschichten oder ähnliches ist. Und dann fahren wir mal die einzelnen Anpflanzungen, Schilfanpflanzungen im Bereich der Außenalster ab und gucken mal, wieso der Bestand der Tiere dort ist und was es da so für Sachverhalte gibt. Als erstes fahren wir ein künstlich angelegtes Schilfufer an. Das ist für die Schwäne besonders wichtig, weil sie in dem hohen Schilf einen Rückzugsort haben, wo sie in Ruhe ihre Nester bauen und brüten können. Was fotografierst du da jetzt? In diese Schilfanpflanzung läuft hier ein Trampelpfad rein, den man entweder als Hundebadestelle oder zum Reinsetzen von Stand-Up-Boards in diesem Bereich nimmt. Und man sieht sehr deutlich, wie die ganzen Pflanzen schon weggeknickt sind. Und damit fängt es natürlich an, dass der gesamte Bereich der Schilfanpflanzung sich immer weiter auflöst. Mhm. Warum dokumentierst du das jetzt? Damit wir Aufträge herausgeben können und sagen können, dass diese Stellen wieder instand gesetzt werden müssen. Gleichzeitig müssen hier Zaunanlagen vorgesetzt werden. Also könnten wir als Mensch auch einfach Rücksicht dann auf die Tiere nehmen? Weil ich meine, es ist ja ihr natürlicher Lebensraum hier. Das ist für uns das Schönste, was es gibt, dass jeder auch wirklich versteht, warum es eben so ist. Es ist auch Olafs Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Mensch und Wildtier in der Großstadt möglichst gut zusammenleben können. Unsere nächste Station ist ein richtiger Schwanen-Hotspot und außerdem der Touristenmagnet. Vor dem Hamburger Rathaus hoffe ich, das Wahrzeichen Hamburgs, die Alsterschwäne in ihrer ganzen Pracht zu sehen. Doch irgendwie... Drei Schwäne. Genau, wir sind hier gerade Baumaßnahmen, deswegen sind hier ein bisschen weniger Tiere in diesem Bereich drin. Das ist aber der Bereich, wo wir im Winter die Tiere auch hin einfangen. Jetzt sind ja hier gerade nicht so viele. Können wir mal in die Nebenkanäle schauen, ob wir da ein paar mehr finden? Wir fahren mal über die Außenalster raus und gucken uns dann mal ein paar Reviergebiete an. Alles klar. Ja, schade, aber irgendwo müssen sich die berühmten Schwäne Hamburgs ja rumtreiben. Ist das eine Schwanfamilie? Nee, eine Schwanenfamilie ist das nicht, sondern das ist so ein Teil eines Junggesellenverbandes, wo sich also die Jungen hier im Bereich der Binnenalster zusammengeschlossen haben, ja, um einander kennenzulernen. So wie wir in die Disco gehen oder irgendwo an den Strand gehen, zur Beachparty. Nichts anderes ist das hier auch. Ach so, das hier ist also die Singlebörse. Ich wollte es so jetzt nicht sagen. Wir machen uns auf den Weg in einen Nebenkanalabschnitt der Außenalster. Hier leben zwei Schwäne, die sich längst gefunden haben. Und nicht nur das. Eins, zwei, drei, vier, fünf sind's. Ja, die sind ja noch ganz klein. Und wie alt sind die denn ungefähr? Die sind jetzt gut 14 Tage. Die sind hier ein paar Meter weiter geboren und sind jetzt hier in diesen Nebenseekanalabschnitt hineingeschwommen, weil sie hier eben ihre Ruhe haben. Hier bleiben sie 4 bis 5 Monate lang. Erst dann können sie fliegen. Solange kümmern sich beide Elternteile um die Kleinen. Danach werden sie selbstständig und verlassen das elterliche Revier. Können denn die kleinen Küken direkt schwimmen, nachdem sie schlüpfen?
Ja und nein, also direkt nicht. Die fallen jetzt nicht aus dem Ei raus und sofort ins Wasser rein, sondern die müssen erstmal unter der Mutter trocknen und kriegen gleichzeitig durch das Muttergefieder ihre Fettung, sodass sie erstmal wasserresistent in Anführungszeichen sind. Und wenn das dann ein paar Stunden lang geschehen ist, dann können die auch raus und schwimmen, ja. Dann werden die eigentlich direkt ins kalte Wasser geschmissen? Die werden im wahrsten Sinne des Wortes direkt dann ins kalte Wasser geschmissen, aber das ist ja auch ihr Lebensraum, also ja. Insofern, das passt schon. Man sieht ja jetzt auch, dass sie da die ganze Zeit irgendwie im Wasser rumpicken. Futtern die jetzt? Oder genau. Was machen die da? Die lernen jetzt so langsam von der Mutter das Gründeln. Das heißt, sie sehen jetzt bei und nehmen an den Gewässerkanten unten die Wasserpflanzen, die dort dran sitzen. Beziehungsweise die Elterntiere gehen unten schon in die Sedimente auch mit rein und sammeln dort den Grit, also so kleine Steinchen auf, die sie für die Verwertung und Verarbeitung der Nahrung in ihrem Muskelmagen drin brauchen. Und sind eben halt reine Vegetarier. Ist das jetzt der Mamaschwan? Das ist der weibliche Schwan, der hier beigeht und die Jungtiere führt. Und der männliche ist dafür verantwortlich, das Reviergebiet zu verteidigen. Papa Schwan kommt ja gerade da hinten aus dem Nebenkanal rausgeschwommen und hat da eben alles mal kontrolliert, was dort unterwegs ist. Der Schwan passt gut auf die Küken und das Weibchen auf. Denn mit ihr wird er auch den Rest seines Lebens verbringen. Alle Schwäne sind einander ein Leben lang treu. Biologen nennen das monogam. Stirbt einer der beiden, hat es der andere Schwan sehr schwer, einen neuen Partner zu finden. Wir schippern weiter, denn Olaf beobachtet schon seit Tagen ein Nest in einer Böschung am Alsterufer. Leider hat sich das Schwanenweibchen schon länger nicht mehr blicken lassen. Wenn es jetzt nicht da ist, um die Eier zu bebrüten, muss Olaf handeln. Das sieht so aus, als wenn sie das verlassen hat. Das heißt, wir werden jetzt mal ein paar Eier mitnehmen. Das ist jetzt aber eigentlich nicht normal, oder, dass da keine Mutter ist? Das ist eigentlich nicht normal. Das Problem, was wir hier wohl haben, ist, dass die Störungen hier sehr massiv gewesen sind. Hier marschieren immer wieder Hunde ins Wasser rein. Wir hatten gehofft, dass das doch mit den Störungen noch klappt und sie das ausbrütet, aber das war wohl zu massiv. Ja, kannst du ruhig auch mal so ein Ei mit hochnehmen, ob die... Das ist recht schwer. Das ist recht schwer und die Eier sind auch komplett kalt. Ja. Sie ist also schon eine Zeit lang nicht dran gewesen. Und insofern können wir jetzt sicher sagen, dass das nichts mehr wird. Um ganz sicher zu gehen, legen wir die noch ein paar Tage in die Brutmaschine rein und gucken noch mal, ob sich da irgendwas tut. Aber normalerweise passiert da nichts mehr. Wenn die Mama jetzt da geblieben wäre, wie lange brütet die denn die Eier aus? Die legen ja zwischen 4 und 6 Eier. Ja. Die legen sie im Abstand von 2 Tagen. Und dann kommen noch mal 36 Tage Brutdauer ungefähr obendrauf. Mit der Vorbereitung des Nestes und allem drum und dran sind die also gut 50 Tage damit beschäftigt, bis die Jungen dann schlüpfen. Was sind denn so Gründe, warum ein Schwan so ein Nest verlässt? Wenn wir natürlich massive Störungen durch rücksichtsloses Verhalten von Wassersportlern haben, die zum Beispiel in diese wunderschönen Schilfanpflanzungen reinfahren müssen und hier 5 Meter neben dem Nest regelmäßig Hunde reinjagen muss, dann sind das Bereiche oder Probleme, die zu Störungen führen, wo die Tiere dann irgendwann wirklich aufgeben. Wenn wir alle rücksichtsvoll und vernünftig miteinander umgehen und auch den Respekt zur Natur haben, ist das alles kein Problem. Auf unserem Rückweg zur Dienststelle fällt Olaf ein einzelner Schwan auf, mit dem irgendwas nicht zu stimmen scheint. Das gucken wir uns lieber mal aus der Nähe an. Warum haben wir den jetzt eingefangen? Irgendwas haut mit dem nicht hin. Da war sehr deutlich zu sehen, dass der im Wasser auf der falschen Seite in Anführungszeichen lag. Also der ist ganz schräg geschwommen. Ja. Und irgendwas hat er. Irgendwas ist mit ihm nicht in Ordnung, sonst wären wir da so auch nicht reingekommen. Damit Olaf ihn besser im Auge behalten kann, nehmen wir den Schwan mit zur Dienststelle. Das ist jetzt ja auch nicht normal, dass der so ruhig hier bei uns drin sitzt, oder? Also der ist schon ein Stück angeschlagen, aber man saß im Wasser drin, dass er eben schon seitlich lag.
Und das kann auch ohne weiteres sein, dass er eine Entzündung oder Infektion im Luftsacksystem drin hat. Die haben ja nicht so ein Lungensystem wie wir, sondern die haben ja überall im Körper Luftsäcke drin und die gleichen sie halt aus. Und wenn das entzündet ist, dann fängt er an, aus seinem Gleichgewicht rauszukommen. Dann liegt er schief im Wasser. Schief im Wasser. Und das ist schon immer so ein Zeichen, wo wir sagen müssen, irgendwas passt da nicht so ganz. Ne? Der ist ganz schön schwer. In der Dienststelle bringen wir den Schwan in den Fundtierraum. Hier kann er sich ausruhen, bis die Tierärztin kommt und ihm die richtige Medizin verschreibt. Aber Hunger ist schon mal ein gutes Zeichen. Und tatsächlich, schon ein paar Tage später geht es dem Schwan wieder besser. Er wird die nächste Zeit noch auf dem Mühlenteich im Hauptquartier von Schwanenvater Olaf Nies verbringen. Wenn er sich endgültig erholt hat, geht's zurück zu den anderen Schwänen auf die Alster. Ich sehe schon, ohne die Alsterschwäne wäre Hamburg einfach nicht komplett. Und ich finde auch, dass die sich hier ganz gut machen. Ja, könnte man auch als Postkarte verwenden. Ich hatte eine super spannende Zeit in Hamburg bei den Alsterschwänen. Toll, wie ein Wildtier mitten in der Stadt leben kann. Das zeigt uns doch, wenn wir aufeinander Rücksicht nehmen, klappt das wunderbar. Ich schipper jetzt mal wieder nach Hause und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt tierisch interessiert.